verwöhnen Sie heute, kulinarisch und natürlich auch mit unserem Team. Also genießen Sie den schönen Abend hier bei uns. Dankeschön. Zeigt, das ist die Deloitte Football Money League seit 20 Jahren. Dort sehen Sie die 20 umsatzstärksten Vereine der Welt. So, und dann, das ist auch eine schöne Überleitung zu den Schäfer wieder zurück. Die Fortuna, kann man sagen, abschließend hier ist nicht nur sportlich, sondern auch hier bei den Zahlen besser also so, als der Durchschnitt. Was relativ ungewöhnlich war, wir haben nach dem Abstieg in der Saison 13-14 uns entschieden, die LED-Bande einzuführen, die Sie gerade gesehen haben. Jetzt ist es nichts mehr Besonderes, eine LED-Bande zu haben. Damals waren wir mit Hertha BSC Berlin der einzige Verein, der eine LED-Bande hatte. Und kein Verein in der zweiten Liga, der so beliebt ist in unserer Region hier wie Fortuna Düsseldorf. Ist in der Vermarktung, also wir haben unseren Sponsoring-Umsatz in der ersten Liga verdoppelt. Also da hat man gemerkt, dass die Stadt und die Unternehmen in Düsseldorf offenbar darauf gewartet haben, dass Fortuna endlich wieder in der ersten Liga spielt. Natürlich ist es so, dass nach dem Abstieg uns nicht alle erhalten blieben. Ja, liebe Clubfreunde, Sie haben mir heute Abend mächtig was verpasst. Denn wir durften nämlich mal hinter die Kulissen gucken, wie Strategien entstehen für einen Verein, der fast in der dritten Liga gelandet wäre. Neben mir steht der neue Präsident der Fortuna, Robert Schäfer. Und meine erste Frage heißt, es gibt ja diesen Vicious Circle. Wenn Sie da einmal reingeraten, den Teufelskreis, das war ja im letzten Jahr der Fall. Wie haben Sie das wieder hingekriegt, dass die Strukturen dann trotzdem in die richtige Richtung gewiesen haben? Also was ein ganz wichtiger Punkt war, war eine Solidarität ausgehend von den Mitarbeitern, die sich gegen diesen Strudel nach unten gewendet haben. Davon angesteckt die Medien, davon angesteckt die Stadt. Eine unheimliche Solidarität. Dann war es auch ein Personalwechsel zum Trainer. Friedhelm Funkel war mit seiner Ruhe, mit seiner Erfahrung, mit seiner Gelassenheit und auch seiner Kreativität, seinem Mut, junge Spieler einzusetzen, ein ganz wichtiger Punkt, um sportlich die Liga zu halten. Und das hat dann dazu geführt, dass wir wieder eine Basis hatten, auf der wir dann aufgebaut haben. Genau. Und eben kam eine Frage im Publikum. Sagen Sie mal, Herr Schäfer, wo wollen Sie eigentlich in 2, 5 oder 10 Jahren hin? Und da haben Sie ganz richtig gesagt, dass wir in allen diesen Zeiträumen für die Menschen in Düsseldorf ein Verein sind, mit dem man sich identifizieren kann, auf dem man stolz sein kann, mit dem man leiden kann, auf dem man sich freuen kann, mit dem man Spaß haben kann. Und in dieser Zeit wollen wir natürlich erfolgreich Fußball spielen, das wollen die anderen aber auch. Von daher können wir da nichts versprechen. Im Bewusstsein des Anspruchs, den die Stadt Düsseldorf und die Menschen hier haben, wollen wir ein Verein sein, mit dem man sich identifizieren kann und auf dem man stolz sein kann. Und wenn wir das in 2, 5 und 10 Jahren geschafft haben, dann haben wir viel erreicht. Okay, eine letzte Frage noch. Wir sind ja der Marketing-Club. Und da interessiert uns natürlich, was machen Sie mit der Mythos-Marke Fortuna? Wir haben eben gehört, dass von den 36 Bundesligisten in der Bekanntheit die Fortuna an 17. Stelle liegt. Das ist ja sensationell. Wie gehen Sie da jetzt mit um, mit der Markenkraft von Fortuna und wie werden Sie die in den Markt bringen? Im besten Sinne des Wortes pflegen. Sie da wieder hinbringen, wo die Menschen, die mit ihr umgehen, sie sehen und sie erlebbar machen und greifbar machen. Herzlichen Dank, Robert Schäfer. Sie haben das an der Reaktion des Publikums, über 110 Leute waren hier heute, gemerkt. Sie können sich dieses Rückhaltes sicher sein. Alles Gute. Ganz herzlichen Dank.